Schönen guten Tag, liebe Shisha-Freunde, Shisha-Landtester, Shisha-Allium, B2B von den Shisha-Landtestern sind wieder für euch da. Ein neues Video steht an und wir stellen euch heute den Werkbund Deep Funnel vor. Das ist ein Kopf made in Russia, also aus Russland, und wird von Elvano in Deutschland vertrieben. Liebe Grüße gehen an das komplette Elvano-Team raus. Ja, und diesen Kopf zeigen wir euch jetzt mal ein bisschen genauer. Und deswegen würde ich sagen, Detailaufnahme ruft, ab geht's. So Freunde, jetzt schauen wir uns mal den Werkbund Funnel in der Deep-Variante genauer an. Als allererstes zeigen wir euch den Kopf erstmal in der Detailaufnahme ganz, ganz nah. Hier sieht man schon das Logo und unten drunter die Seriennummer. Jeder Kopf trägt nämlich eine spezielle Seriennummer. Und ja, der Deep sagt es schon, der ist tiefer wie alle anderen Varianten. Es gibt insgesamt zwei, einmal den Deep und einmal den Flat. Und der Deep, der hat eine Tabakdepottiefe von 10 mm bis zum Funnelloch. Und wenn man das Funnelloch abzieht und mal ganz nach oben geht, dann haben wir 15 mm. Ja, dann, wie man schon sieht, die Schale ist auch ziemlich breit. Wir haben 7 cm Kopfdurchmesser und eine Gesamthöhe von 10,5 cm mit einem Gewicht von 120 Gramm. Also ein sehr, sehr leichter Kopf. Ansonsten haben wir unten dran unbehandelter Ton. Das sieht man schon, der ist sehr rau. Dadurch hält natürlich auch die Alufolie sehr, sehr gut. Und unten dran der Kopfgummi. Dann haben wir unten einen Durchmesser von 24 mm und eine Wandstärke von 7 mm. Und oben das Funnelloch haben wir noch vergessen. Das sieht sehr, sehr klein aus, ist es aber gar nicht. Das hat nämlich einen knappen Zentimeter, 9 mm, um ganz genau zu sein. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir uns gleich direkt mal den Kopfbau an. Haben wir doch schon was vorbereitet. Und dann werden wir gleich einmal testen, wie der Kopf denn sich so im, ja, es ist noch ein Abstandssetup, rauchen lässt. Denn ich werde kein Ami-Setup machen, da der ziemlich tief ist. Da weiß man ja schon, dass man da ein bisschen mehr Tabak verbraucht. Bei der anderen Variante, da braucht man nicht so viel Tabak, da die Tabakschale nicht so tief ist. Und deswegen machen wir jetzt ein nicht direktes Ami-Setup, sondern ein, ja, kann man gerade noch so als Abstandssetup gelten lassen, da die Alufolie den Tabak so gut wie nicht berühren wird. So, wir haben 16 Gramm im Kopf. Das geht. Und wie ihr schon seht, nicht über den Rand gefüllt. Wenn ja, nur ganz, ganz minimal. Also es ist kein wirkliches Ami-Setup, was wir jetzt hier machen. Und ja, Al-Kashmir Maracuja haben wir im Kopf. So Freunde, wir sind zurück und jetzt geht's ans Eingemachte, denn jetzt wird getestet, ob der Kopf auch während des Rauchens was taugt oder nicht. Ja, also, was haben wir schon mal so zu erzählen über den Kopf? Der Kopf selber besteht aus einem Mix, drei verschiedene Tonarten wurden da verwendet und der Kopf macht einen sehr hochwertigen und stabilen Eindruck. Da kann man auf jeden Fall schon mal sagen, also eine sehr, sehr gute Qualität wird dort geliefert. Ja, Olli, du kannst ja gleich noch ein bisschen was sagen, was zum Beispiel Bluten und so weiter angeht. Ja, dadurch, dass, glaube ich, drei verschiedene Tonmaterialien verwendet werden, genau. Vor allem dunkle Tonmaterialien, also es ist, diese Farbe ist wirklich von Anfang an, da wurde nicht eingefärbt, dieser Kopf. Grüße trotzdem an den Shisha-Zipfel, weil bei dem haben wir auch mal reingeguckt, genau. Was er so zu dem Kopf sagt. Der hat nämlich den Flat. Den Flat, genau. Und da haben wir auch rausgehört, dass durch diese durch diese Tonmischungen wirklich sehr lang getüffelt wurde und es laut dem Hersteller keine Mikrorisse und so weiter bilden soll. Sprich, dass sich der nicht so schnell mit Molasse vollsaugt. Und ihr wisst es, wenn irgendwann ein Tonkopf vollgesaugt ist, dann wird der richtig dunkel, die Hellen, das weiß man. Und fängt dann irgendwann an, richtig zu bluten seitlich, weil ja irgendwann die Molasse wieder seitlich rauskommt. Genau. Soll bei diesem Kopf aber dann nicht der Fall sein. Wenn das natürlich so ist, dann ist er natürlich ein Top-Kopf, wenn man den dann wirklich sehr lange in Betrieb haben kann. Definitiv, ja. Kein Auskochen und so weiter dann nötig und durch diese Verarbeitung keine Mikrorisse, das ist natürlich dann auch sehr, sehr gut. Alufolie kann man sehr gut spannen bei dem Kopf, da das Ganze nicht glasiert ist, sondern eben nur der Naturton verwendet wurde. Und auch die Gummidichtung unten, die sitzt auch bombenfest.
Da kann man eine ganz normale China-Head-Dichtung verwenden, das geht auch. Wir haben ja jetzt kein direktes Ami-Setup gemacht, haben aber trotzdem nicht wirklich viel Tabak verbraucht. Das waren jetzt 15 Gramm circa. Wenn man das Ami-Setup direkt verwendet, müsste man noch circa 5 Gramm dazu rechnen. Aber das ist ja jetzt auch nicht wirklich viel für ein Ami-Setup. Und wenn man ein richtiges Abstand-Setup macht, also wir haben jetzt so zwischendrin, dann braucht man noch weniger Tabak, dann sind wir bei 12 Gramm ungefähr Tabak. Und das ist ja wirklich fast gar nichts an Tabakverbrauch. Also das passt definitiv. Aber bei manchen normalen Tonköpfen teilweise sogar mehr. Ja, auf jeden Fall deutlich mehr zum Teil. Ja, wir haben jetzt die Tom Kokocha Diamond Kohle drauf. Die sind jetzt nicht so groß, deswegen sind die jetzt auch super mit drei Kohlen zu rauchen. Wenn man jetzt normale 25er mal 25er Kohlen verwendet, dann müsste man zum Teil vielleicht auch mal eine runter machen. Und das Gute an dem Kopf ist auch das Hitzemanagement, Olli. Ja, weil der kühlt sich sehr schnell ab, wenn man die Kohlen wieder weiter ran tut oder eine runter nimmt. Und wenn man sie wieder drauf tut, dann baut er sehr schnell wieder Hitze auf. Also man kann da sehr schnell einen gewissen Geschmack wieder rausholen. Wenn er jetzt verbrennt, direkt Kohle runter, dann, ja, dann reguliert er sich sehr schnell wieder. Das ist halt ein guter Vorteil bei dieser Tonmischung. Genau, richtig. Also man hat dadurch dann auch wirklich eine sehr direkte Handlung. Das heißt, sobald man die Kohle bewegt, merkt man schon nach ein, zwei Zügen gleich einen direkten Unterschied. Und das ist natürlich auch nochmal sehr, sehr gut. Ja, ansonsten müsst ihr selber entscheiden, was ihr jetzt direkt für den Kopf kauft, ob ihr jetzt zum Beispiel den Deep nehmt, wie wir, der jetzt eher fürs Abstandssetup gedacht ist, oder für den Lotus, der passt übrigens auch perfekt drauf, oder ob ihr den Flat nehmt, der ist dann wie gesagt speziell fürs Ami-Setup gemacht. Da braucht man dann noch weniger Tabak fürs Ami-Setup. Deswegen würde ich empfehlen, wenn ihr Abstandssetup-Raucher seid, dann auf jeden Fall den Deep. Und wenn man ein Ami-Setup-Raucher ist, dann den Flat benutzen. Genau, aber man kann, wie gesagt, bei dem Deep auch beide Varianten anwenden. Gut, preislich, Normalpreis ist 24,90, ist höher angesetzt, aber wenn er jetzt, wie jetzt gerade bei Elvano im Angebot ist, für 19,90 €, dann ist es auf jeden Fall eine gute Investition, wenn ihr lange was vom Kopf habt. Dadurch, dass er keine Mikrorisse bildet, geht er natürlich auch kann man den deutlich länger verwenden, wie jetzt die normalen Tonköpfe, die nach 50 bis 100 Köpfen, sag ich mal, ausgetauscht werden sollten, da das Ganze mit dem Bluten dann extrem nervig ist. Gut, dann schauen wir uns zum Schluss noch einmal die Pro- und Contra-Liste zusammen an. Da hätten wir bei Pro die Verarbeitung und die Qualität ist wirklich 1A. Wir haben nichts festgestellt, was nicht hätte sein sollen. Dann der Deep ist eben speziell fürs Ami- und Abstand-Setup gedacht, also super. Abstand-Setup braucht sehr wenig Tabak und Ami-Setup hat einen normalen Tabakverbrauch. Wir haben keinen Durchzugsverlust, können wirklich 1A ziehen. Das Hitzemanagement, wie wir gerade beim Olli schon angesprochen haben, ist wirklich top. Merkt man sofort, sobald man die Kohle bewegt. Und kein Bluten dank dem speziellen Ton, also keine Mikrorisse, beziehungsweise nicht so schnell die Mikrorisse. Und den Preis haben wir noch nicht genannt. Genau, der ist natürlich auch noch Pro bei 19,90 €. Wenn er jetzt 24,90 € irgendwann kostet, wäre der Preis dann bei neutral angesiedelt. Gut. Dann wären wir eigentlich schon wieder am Ende vom heutigen Video. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ja, dürft ihr es gerne zeigen, indem ihr euren Daumen nach oben da lasst. Wenn es euch nicht gefallen hat, Daumen nach unten, abonnieren direkt unter uns. Und Zum letzten Video geht es hier drüben auf der rechten Seite. Dann sagt Shisha Olli und Big2B danke. Bis zum nächsten Mal. Servus!